Am Mittwoch startete die zweite Auflage von Musik in der Altstadt. Bis zum 31. August wird jeden Mittwoch Musik eines anderen Künstlers durch die Innenstadt schallen. Den Auftakt machte Otto von Ossen vor dem Ratskeller. Initiator der Musikreihe ist die Initiative Güstrow 2028. Hanni Böttcher ist ein Mitglied und sie eröffnete die Musik in der Altstadt. Im Januar begannen die Vorbereitungen, die Künstler wurden gebucht und Sponsoren angesprochen. Alles war geregelt, bis plötzlich die City-Managerin die zugesagte Unterstützung zurückzog, sagte Hanni Böttcher. Nun muss das Loch in der Finanzierung anderweitig gestopft werden. Und dafür ist dieser rote Hut da. Alexander Wulff, ebenfalls von der Initiative Güstrow 2028, hat sich bereit erklärt, mit dem Hut bei den Gästen Spenden zu sammeln. Das Programm der Musik in der Altstadt ist bunt gemixt und für jeden sollte etwas dabei sein. So wird das Musiktheater Kamin mit einer Schlagerrevue der 20er und 30er Jahre auftreten. Nora Gauger wird Songs aus eigener Feder, Pop, Rock und Folkklassiker zum Besten geben. Und Clemens Blaschek wird einmal solo und einmal mit Tom Bigus auftreten. Weitere Güstrower Künstler sind die Band Play It Again, Lothar Reisenweber und Pastor Christian Höser mit der Domgemeinde. Insgesamt wird es 13 Musikabende, die immer um 18 Uhr beginnen, an drei wechselnden Orten geben. Das werden der Ratskeller, das Restaurant Markt 7 und das Restaurant zur Post sein. Die Initiatoren hoffen auf gutes Wetter, denn ein Zelt aufzustellen ist nicht leistbar. Aber selbst der ein oder andere Schauer kann die gute Stimmung mit toller Musik in der Innenstadt nicht trüben.